So, willkommen zurück, meine Freunde. Und zwar ist es jetzt noch ein bisschen kälter geworden. Wir finden auch ein bisschen Schnee. Und wir gucken mal, dass wir auf das Gelände drauf kommen. Also wenn wir hier drauf kommen, dann sehen wir wirklich tolle, tolle Sachen. Und drückt uns mal die Daumen, dass das klappt. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Bin mal gespannt. Die Bunker, also einer ist auf jeden Fall zu und es sind Tiere hier. Erinnert mich ein bisschen an den RAF-Flughafen. Ne? Voll gelaufen. Ja, vor den Ziegen. So, Leute. Jetzt ein bisschen ernst wieder. Klar sollte sowas auch immer Spaß machen, aber wir sind hier immerhin Gäste. Und so wollen wir uns auch benehmen. Vielleicht haben wir aber gleich Glück, dass wir noch so einen offenen Bunker finden. Ich guck gleich mal. So. Sieht schon fast aus wie so ein Schwimmpanzer. Der sieht ja mal geil aus. So, ihr habt auf jeden Fall Ahnung, was das ist, glaube ich. Ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Noch nie gesehen. Könnte ein. Ne, kein Truppentransporter. Hinten ist keine Öffnung. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendwas zum Schleppen, vielleicht. Auf jeden Fall von der Bundeswehr. Und schaut mal hier. Kann man reingucken. Interessant. Komische Nase auch. Wahrscheinlich ein Gegengewicht oder so. Gut, ne? Hat ein Kollege gut gesucht. So, wir gucken mal kurz, ob wir hier in den Bunker können. Oder ob da auch ein Schloss drauf ist. Auch ein Schloss drauf, Disco-Schloss. Und wie ihr wisst, wir gucken uns zwar alles an, aber wir brechen nichts auf oder zerstören nichts. Das ist unser Kodex. Zur Not fahren wir halt 5-6 Mal zu so einem Spot hin, bis er dann irgendwann auf ist. Aber wir selber machen sowas nicht auf. So, also hier ist alles voll. Alles voller Militarier, Leute. Das scheint ein Turm von IS-2 zu sein. Der hat nämlich hinten auch ein Maschinengewehr. Schau mal, hier ist die Kalotte. Da war das Maschinengewehr drin. Jetzt habe ich einen Ast im Kopf. IS Josef Stalin hieß das Ding. Boah, ein Riesentrümmer. Könnte, muss aber nicht. Hammer. Ey, das ist ja wohl. Olli, dafür danken wir deinen Kollegen, aber ne? Das ist ein riesengeiler Spot. Okay, riesengeiler Spot gibt es gar nicht. Ein richtig guter Spot. Das könnte ein Wiesel sein. Jedenfalls der Aufbau. Aber den Turm darauf habe ich noch nicht gesehen. Aber müsste ein Wiesel sein, oder? Was meint ihr? Wobei, der ist schon größer. Nee, ein Wiesel ist kleiner. Ist irgendein Schützenpanzer. Guck mal, es ist alles voll, ne? Komplett. Also, richtig, richtig gut. Alles voller Turrets. Panzertürme nennt man Turrets. Alter, ist das ein geiler Spot. Ist das ein geiler Spot. Nie gesehen. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Sind die gleichen wahrscheinlich. Ketten. Boah, ich bin auf jeden Fall gehypt. Beste, Alter. Sag danke. Geil. Danke. Wie heißt dein Kollege nochmal? Micha. Micha, danke schön. Definitiv bester Spot heute. Panzerketten. Irgendwas aus Metall, aber massiv. Und ganz viel Schrott. Hier haben wir wahrscheinlich ein Amphibienfahrzeug. Das hinten dürfte wahrscheinlich der Propeller gewesen sein. Ja, das wird ein Amphibienfahrzeug gewesen sein. Getriebe. Alter, Leute, das ist hier für, um Dinge zu sprengen. Das ist eine Kabeltrommel für Sprengdraht. Das ist hinten vom Panzer, die Luke. Alter, ein Spiegel, ein Winkelspiegel. Oh,
Das ist mal ein cooler Spot, Leute. Ganz viel Schrott, Panzerglied. Eine alte Wanne, komplettes Chassis. Ein kleiner Panzer aber. Geil. Megalomania, Leute. Noch mehr Panzerschrott. Einfach ohne Ende Panzerschrott. Das sind Laufräder mit Gummibezug. Gut, dass wir hatten erst vor, noch ein paar Bunker zu machen. Aber gut, dass wir im Hellen, guck mal, eine ganze Panzerscharte. Keine Ahnung, eine Panzertür oder so. Ein Schott. Anderer Panzer. Kanone. Hier liegt einfach die Kanone. Hier liegen die Läufe. Das ist hochwertigster Panzerstahl, Leute. Mehr Qualität geht nicht als in so einem Panzerrohr. Da ist die komplette Kanone. Die gucken wir uns gleich mal von oben an. Alter Schwede. Besser als jeder Bunker. Das ist mal ein richtiges. Alter, guckt euch das mal an. Das ist nicht euer Ernst. Das gucken wir uns aber gleich an. Wir müssen mal gucken, dass wir. Ich hoffe, es ist noch lange hell genug. Alter, Leute, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Das ist ja wohl der absolute Overhammer-Spot. Da kommen wir nicht lang. Müssen wir gleich klettern. So. Komm, wir gucken uns erst hier unten die Panzer. Na komm her. Wie kommen wir denn hier am besten hoch? Hier, am Baum. Oh. So. So, Seitenteil von der Wanne. Bremstrommel und alles Mögliche. Über das Seitenteil noch ein zweites. Okay, hier ist einfach nur ein Haus, was zusammengebrochen ist. Haben wir hier ein Datum? Zwei. Hier. Ich bin jetzt mitten in so einem Panzer drin. Oh, guckt euch. Ja? Guckt euch das an, Leute. Es ist hier alles voller Panzer. Der hat Einschusslöcher. Der hat auch Einschusslöcher. Leute, das ist so ultimativ. Es ist auch mega glatt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir uns hier noch die Birne einstoßen. Und ich dann von den Tieren aufgefressen werde. Hier. Da, Einschusslöcher. Das bedeutet, die Dinger waren echt im Krieg. Infrarotscheinwerfer. Das ist wahrscheinlich nur ein Versuchsträger, oder? Der sieht ja krass aus. Das sind Versuchsträger, Leute. Guck mal, Alter, das sind Fahrschulpanzer. Oder? Nee, das ist nur draufgestellt. Das ist nur draufgestellt. Hammer. Hier können wir sogar in den Turm reingucken. Das scheinen Versuchspanzer gewesen sein. Schaut mal, das ist ja kein richtiger Panzer. Betreten. Betreten. Ja, wir betreten das ja gerade. Da hinten ist Alessandro und da ist noch alles voller Panzer da hinten. Mega, das sind Versuchsaufbauten, Leute. Das ist doch kein echter Panzer.
Und einfach komplett Schrott hier. Er sagte, der hier hat Kampfspuren, Beschussspuren. Das gucken wir uns mal. Alter, aber richtig komplett zersägt hier. Das sind Hartziele, Leute. Hier, das sind Hartziele gewesen. Warte, ich will doch erstmal hier noch alles sehen. Hier kommen wir schon wieder. Leute, hier gibt es so viel zu. Alter, ist nicht dein Ernst? Wir haben hier eine Panzerabwehrkanone. Nicht dein Ernst? Da steht einfach eine Pack rum. Das ist gar keine Pack, das ist eine Artillerie, eine Feldhaubitze. Olli. Boah. Alter, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Die steht hier einfach eine Pack rum. Also, hier, das ist eine Pack. Das hier ist eine Pack. Das andere ist eine Feldhaubitze. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber Modelle, die ich noch nie gesehen habe. Oder sind so verrottet, dass ich sie nicht erkenne. Boah. Hier, entmilitarisiert, kann man nicht mehr mit schießen. Oh, Leute. Sicher. Eins, also wir sind gerade ganz fresh im Jahr. Und wahrscheinlich schon eins der Megaspots überhaupt in diesem Jahr, für dieses Jahr gesehen. Also ich bin jetzt schon ultimativ gehypt und hoffe natürlich, dass wir hier auch noch alles sehen können, weil ihr seht, hier gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken. So, und wir gehen jetzt einmal da vorne hin. Wisst ihr warum? Weil hier rechts haben wir ja schon gut geguckt und stellt euch vor, wir müssen gleich wirklich runter. Dann haben wir wenigstens hier die ganzen Sachen noch gesehen. Einfach ausrangiert. Hier, die Kampfwagenkanone abgeschweißt. Alter, sieht aus wie vom Panther oder vom Tiger. Zweite Weltkrieg-Panzer. Ist nicht dein Ernst. Stellt euch mal vor, wir finden hier noch einen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier, ihr dürft mal einen Blick reinwerfen. Ich kann das jetzt nicht sehen, aber wichtiger. Das hier ist eigentlich häufig an russischen Panzern zu finden. Sieht fast aus wie ein T-34, ne? Mit der schrägen Panzerung. Ganz viele Ketten. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein T-34 und das ist vom T-34. Das ist die Heckplatte. Zweite Weltkriegspanzer. Der meistgebauteste Panzer nach dem Sherman, vor dem Sherman. Das Rohr liegt hier einfach daneben. Das Rohr liegt hier einfach daneben. Hier auch wieder ein Panzerturm aufgesetzt und noch einer. Hier ist einfach alles voller Panzertürme, Leute. Und schaut mal, wie massiv die sind. Das wird wahrscheinlich von der Pack sein. Oder sind die das? Ah, die machen den Panzer. Ah, die machen hier. Boah, Alter, wie krass. Alter, wie krass. Die gehen da rein. Die gehen da rein. Wie geil. Gibt's ein Problem, Officer? Wie geil. Ich hab mich verfahren. Alter, was für ein geiles Gerät. Hat der jetzt die Haubitzen gesehen? Ja, weiß ich nicht. Muss ich ihn mal fragen. Also, ich stand drauf, die Haubitzen gesehen. Alter, Leute. Ich gucke. Batterie ist eh leer.
schaut mal, Leute. Über mir. X20. Ah! Alter, was für ein Bastarde. Alter, habe ich mich erschrocken. Drück. Aber das ist ja wohl. Wie kriege ich jetzt die Tür wieder auf? So. Schaut euch das an. Das ist der absolute Hammer. Die Alter. Ich liebe diesen Spot. Ich liebe ihn einfach. Da, wie gesagt, die Panzertürme. Verschiedene Bauteile. Getriebe wahrscheinlich. Panzerrollen, klein und groß. Panzerturm. Irgendwelche Gestänge, wahrscheinlich die, um die Panzerketten zusammenzuführen. Turbinen. Alter, es ist einfach so abnormal. Ich guck mal, ob wir hier hinter wieder was finden. Oh, sogar vom Flugzeug hier. Das Landefahrwerk. Alter. Ich muss mir erst mal auf die Uhr gucken, nicht, dass wir zu wenig Zeit haben gleich. Da waren wir gerade. Okay. Halbe Stunde haben wir ungefähr noch, dann wird es dunkel. Kanone. Ich meine, zur Not haben wir eine Taschenlampe, aber das wäre natürlich sehr schade, wenn wir das Gelände jetzt gleich mit einer Taschenlampe beleuchten müssen. Ketten ohne Ende. Verschiedene Panzerplatten. T-34, Leute. Ein T-fucking 34. Wisst ihr, weißt du, was der wert ist? Alter! Den T-34 gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns jetzt erstmal wahrscheinlich eine Bofors oder eine Rheinmetall. Alter. Flugabwehrkanone ist wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall mehr als 2 cm. Hier auch nochmal. Alter! Leute, guckt euch das an! Guckt euch das. Ein T-34 aus dem Zweiten Weltkrieg steht hier einfach rum. Ein T-34. Okay. Halt. Ja, ja. Ein T-34. Ein T-34. Ja. Ihr wisst gar nicht, was ich. Ja. Ihr wisst gar nicht, was hier steht. Ihr guckt sich das einfach gar nicht an. Das ist einfach abnormal. Es ist einfach abnormal. Ich glaub's nicht. Alter, guckt euch das an. Getriebe oder so. Ja, die wohnen hier. Wo sind denn die Panzer? Alter, ein Brückenlegepanzer ist da. Alter, hier liegt einfach ein Brückenlegepanzer. Alter, guckt euch das russische Panzer hin. Ich denke, das ist ein IS-3, Leute. Was denkt ihr? Der IS-3 hatte nämlich hinten am Turm noch ein MG-Guckloch. Und das müsste vorne sein. Und schaut euch mal an, wie massiv diese Fahrzeuge gebaut wurden. Mal gucken, ob wir hochkommen. Oder ob wir das überhaupt brauchen. Brauchen wir gar nicht. Wir leuchten aber mal rein. Kanone noch drin und der Sitz vom Fahrer. Sonst ist nicht mehr viel zu sehen. Also reingehen lohnt sich nicht. Aber die weißen Wiesel oder drei Wiesel möchte ich euch noch zeigen.
hinten sind die Kanonen drauf. Boah, das ist wirklich crazy, Leute. Das ist wirklich crazy. Und hier, Leute, der hat hier einen Einschlag bekommen von der Granate oder so. Die ist aber nicht eingedrungen. Zwei Geschütze liegen oben drauf. Ich glaube, den haben wir schon gesehen, oder? Na, ist die Marotte schon da? Da ist der Motor. Das ist der Drehkranz von dem Turm. Boah, yo, Junge. Was für ein Zustand. Komplett runtergerockt. Es wird so langsam dunkel. Bedeutet auch, ich werde so langsam den Heimweg antreten. Hier nochmal die Ketten. Genau. Also Leute, wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Wird schon langsam dunkel, wie ihr seht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Aber ich werde jetzt trotzdem langsam gehen. Weil ich möchte die natürlich auch nicht warten lassen. Wir haben ja auch noch einen Heimweg und wir wollen uns noch einen Bunker angucken. Also von daher genießt noch mal den Blick hier auf das Gelände. Ein absoluter oberkrasser Spot, wie ich finde. Da noch mal dieser Schwimmpanzer oder was das ist. Und mit diesen Bildern bin ich raus, Leute. In diesem Sinne, euer Random Life.